So Leute, Part 10 steht an von meinem Let's Play oder Guide oder Walkthrough, wie auch immer, von Zero Sam 3 im Schwierigkeitsgrad X84, Mental X84. Okay, ich werde mal weitermachen hier. Ich mache mal einen kurzen Muni-Check. 15, das könnte so gerade eben reichen, 15 Kanonenschüsse. Raketen. So, okay, aber ich werde jetzt zwei Sachen demonstrieren oder ich werde versuchen eben mal zwei Sachen zu demonstrieren, wie man den letzten Gegner eben halt plättet oder wie man den am besten plätten kann. Und zwar eine wird sein in Verbindung mit C4 und die andere wird eben halt sein, dass ich eben halt nur Raketen benutze. Also Rakete und Kanone, die Mischform und C4 und Kanone. Die Kanone braucht man in jedem Fall, ansonsten funktioniert die Nummer nicht. So, okay, dann werde ich mal loslegen. Also die erste Form mache ich erstmal mit C4. Muss ich selber erstmal sortieren, habe ich schon länger nicht mehr gemacht im Übrigen. Ich mache das in letzter Zeit eigentlich immer mit Raketen, wenn ich die Sachen eben halt so durchspiele. So, die Videos werde ich natürlich jetzt abbrechen, weil das tituliere ich vielleicht als Let's Play, aber das ist, wer sich mein Let's Play eben halt anschauen möchte von diesem Level und da auch Wert auf die Videos legt, der sollte eben halt in meinen Channel schauen, da habe ich eben halt schon Sachen hinterlegt von Zero Sam 3. Okay, los geht's. So, ich breche die Sache jetzt mal hier ab. Are you guys having an ugly contest? I'll make it easy for you. You both win. Jetpack genommen. Who needs choppers? Stinke Stänkchen genommen. So, die erste Stange ist wichtig. Ja, die sitzt schon mal. So, das habe ich extra gemacht, dass ich hier eben mal halt die Kanonenschüsse nochmal rausholen kann. So, Blitz kommen. Sauber. So, und jetzt müssen wir alle fünf Stangen hinten reinstecken. Ihr habt schon Sachen von mir gesehen, wo ich eben halt auch nur mit zweimal operiert habe. Jetzt muss ich mal gucken, was der macht. Feuert er auf uns, aber kein Problem, hoffe ich. So, schon ziemlich dicht dran, der Junge. So. So, und hier, der Bereich, da kann man leicht down gehen noch. Das ist wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, ob die drin war. Habe ich jetzt nicht gesehen. Rennt der hin, der Typ? Ich hätte gerne ein bisschen Raum, danke. Jetzt muss ich hoch. Ah, scheiße, jetzt habe ich keine Stange, aber ist egal. Erstmal Jetpack kühlen. Ah, ist schon eine knappe Nummer hier. Also, ziemlich enge Geschichte. So, zack, zack. Stinke Stänkchen rein. Boah, jetzt komme ich hier nur Pillen entgegengeflogen. Alter Schwede. Also ist klar, dass das keine Stinke Stange ist. Das ist natürlich eine Eisenstange. Ich nenne das nur Stinke Stänkchen. So, schmeiß mal da Knumm. Genau so. So. Erstmal ein bisschen Jetpack abkühlen. Da muss man sich ein bisschen Zeit geben. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich auf Zeit spiele, dann mache ich hier nicht so eine Faxen. Sollte klar sein. Hoch, Junge. Genau. Ich wollte gerade unter die Schüsse so ein bisschen durchtauchen. Ja, jetzt muss ich hoch. Weil die Dinger sind echt ätzend. Die treffen euch eigentlich fast immer. Die der da abfeuert. So. Ja, scheiß Position, weil da vorne so ein blöder Heli ist. So, Jetpack kühlen. Aha, okay. Der ist nochmal munter geworden. So. Richtig doof jetzt hier, wo der lang läuft. Der zieht mich genau in die Gegner rein, ey. So, okay. Kann ich drüber gehen, alles klar. So, Stange rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur einen Durchgang abwarten, weil ich bin zu weit weg jetzt gewesen. Für C4. So, alle fünf Stangen sind drin. Ich muss aber jetzt nur einen Durchgang abwarten. Ich mache darauf sicher. So, Jetpack kühlen zwischendurch. Immer sehr wichtige Angelegenheit. Ansonsten steht er nachher da. Jetzt brauchen wir uns nur noch darauf konzentrieren, dass der eben halt beim nächsten Mal mit dem Wurm rangelt. Und dann können wir eben halt C4 platzieren. Jetzt ist das eben halt so nicht möglich. Einen Moment, ich mache das jetzt einfacher.
So ist besser. Hoffe ich. Na. Jetpack wieder ein bisschen abkühlen, dass er da auf Null geht. Da kann man ein bisschen länger fliegen. So, jetzt warte ich eben halt die Situation ab, dass der... Ah, scheiße, der geht in meine Richtung. Ganz doof. Okay, alles klar. Jetzt hoffe ich, der geht nicht zu weit raus. So. Jetzt muss ich hier permanent den Schüssen ausweichen. Alter Schwede. Nee, der ist zu weit draußen. Habe ich keinen Bock drauf. Platziere ich nicht. Mache ich nicht. Da gibt es bessere Positionen. Das dauert eben halt jetzt leider ein bisschen. Das ist etwas Zufall, wie der steht. Aber der ist zu weit draußen. Also ich kann da nicht vernünftig operieren an der Stelle. Da warte ich lieber ein bisschen ab und warte eine günstigere Situation ab. Mit Raketen wäre der jetzt schon down. Deswegen benutze ich eigentlich nur noch Raketen und Kanone. So, das werde ich auch in zwei Teilen hochladen. Das mache ich nicht am Stück. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist jetzt der erste Part, also ich nenne das dann einfach mal Part 10a und den anderen Teil lade ich dann eben halt hoch in Part 10b und dann ist das in Ordnung. Ja. Ihr seht ja selber, ihr werdet permanent beschossen, egal von wem. Spielt auch gar keine Rolle. Komm vorher mal deine letzte Kugel da ab. Ja. Blitz, komm, danke. Dann kann ich mir mal ein bisschen mein Jetpack kühlen. Boah. Aufpassen, wenn der Knumm eben Feuerbälle schmeißt, dann sollte die in der Luft sein. Boah, das ist aber richtig eng, ey, die Nummer. Da schmeißt wieder einer Feuerbälle. Okay, jetzt gucke ich mal, wo der jetzt parkt. Richtig übelst, aber ist ja klar, ist der Endgegner. So, normalerweise ist der Endgegner leicht, aber eben halt nicht in dem Schwierigkeitsgrad. So, und jetzt geht die Nummer. So, jetzt so dicht wie möglich am Fuß platzieren. Ah, scheiße, ich bin ja ein bisschen weit außen jetzt. Ah, doof, ich kann das kaum kontrollieren. Ich habe keine Übung mehr. Alle 10 C4 platzieren. So, ein bisschen Rakete hinterher. So, und jetzt mit Kanone vollenden. Ihr habt gesehen, ich habe C4 gezündet. So, und das war die Nummer. Das war der erste Part. Okay, ich breche das jetzt mal ab. Ja. Ihr habt jetzt gesehen, wie die ganze Sache eben halt funktioniert. Das ist ein bisschen tricky eben halt mit C4 und Rakete und eben halt Kanone zu arbeiten. Da müsst ihr eben halt schauen, wie ihr euch das auf der Tastatur eben halt einrichtet. Ich empfehle ja so oder so eben nicht über das Mausrad eben halt die Waffen zu wechseln, sondern wirklich per Tastendruck die Waffen zu wechseln. So, okay, ich hoffe, die Sache war einigermaßen informativ und ich melde mich dann eben halt mit dem Part 10b dann eben halt beim nächsten Mal wieder. So, bis denne, haut rein, tschüss.